Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Horizon Zero Dawn. So, ja, wir sind jetzt in Mutters Wiege. Mutterkrone, genau. Und da hat uns gerade eine Jägerin von dem, vielleicht von der Brutstätte. Genau, ja, steht ja auch da oben. Die ungläubigen Karja würden sich doch nicht nochmal gegen uns wenden. Das kann ich einfach nicht glauben. Warte, ich gehe mal zum Händler bei dir. Ich hoffe, du kaufst etwas. Läuft gerade nicht. Gefällt dir was davon? Natürlich. Ja. Ich gehe mal hier rein, weil die anderen reden mir gerade zu viel. Genau, also die Brutstätte, da waren, glaube ich, da kommen die ganzen Tiere her, oder also nicht die Tiere, sondern die, ihr wisst schon, die ganzen Maschinen. So. Warte, das brauche ich nicht. Shop, weil ich kaufe einfach das, was ich gerade noch nicht bauen kann. So, Outfits. Wächterlinse, Graserlinse. Plünderer, Panzerwanderer. Brüllrücken. Okay, dann habe ich ja doch noch nicht das, was ich brauche. Rohstoffe, Plündererherz, Geschäfte mit Händlern, ja. Geschäfte mit Händlern. Okay, das andere ist alles, was ich benutzen kann. Gut. Ja. Ich bin auf dem Weg zur Grenze. Du bist Händler. Was weißt du über den Kaja-Stamm und dessen Hauptstadt Meridian? Ich habe das Heilige Land nie verlassen, aber ich habe immer wieder einmal mit Kaja gehandelt. Sie sind recht hochnäsig, wenn du mich fragst. Und Meridian, sie reden von nichts anderem. Eine Stadt, erbaut auf einem Tafelberg mit Türmen, die so hoch wie Gebirge sind. Wie konnten die Kaja solche Wunder vollbringen? Sklavenarbeit. Doch, ihr neuer König hat sie verboten. Gerechtigkeit ist ihm wohl wichtiger als neue Bauten. Tja, ich muss los. Gute Geschäfte noch. Danke. Wäre schön. Naja, du hast mit mir ganz gut gehandelt. So. Gut, also dann, gehen wir mal dahin. Hat auch was für uns. Kriegerin, Mutter Krone könnte deinen Bogen gebrauchen. Ich? Bist doch eine Kriegerin, oder? Wir brauchen Eberhäute. Unser Näher flickt sich an Mänteln und Rüstung die Finger wund. Im Osten gibt es viele Eber, hinter den Wasserfällen. Da treibt sich eine Maschine herum. Als ich sie sah, ließ ich die Beute fallen, lief in Deckung, spannte den Bogen, aber dann... Es ist keine Schande, überlebt zu haben. Nein, es... Mein Ring hatte sich gelöst. Mein Glücksbringer in der Wildnis gehörte meiner Muttersmutter, vor langer Zeit einer Maschine aus dem Rachen entrissen. So sehr vertraust du auf einen Ring? Nach allem, was passiert ist, brauche ich Glück ebenso sehr wie der Stamm dieser Häute. Mal sehen, was ich finde. Kannst du helfen? Wäre ich dir dankbar. Ich bin am Lagerfeuer, wenn du zurückkommst. Du weißt ja gar nicht, wann ich zurückkomme. Na gut, noch eine Quest. Noch eine kleine Quest. Oh, du bist's. Die ausgestoßene Sucherin. Du sollst ganz gut mit Bogen und Speer sein. Es heißt sogar, du wärst die Beste. Das klingt irgendwie nach einer Herausforderung. Und ich habe kein Interesse. Ich habe wichtigere Dinge zu tun. Mhm. Oh, verstehe. Die Sucherin hat keine Zeit für uns unbedeutende Nora. Die Jagd auf Maschinen und Plünderer geht vor. Tja,
Ich bin weder der Verderbnis begegnet, noch habe ich mit Dämonen getanzt. Aber ich habe im Taltreffjagdgebiet schon ein paar Sonnen gewonnen. Du auch? Oder hat dich die Suche noch nicht so weit geführt? Was ist das denn? Bist du immer so? Provozierst du jeden, mit dem du redest? Nur Sucher mit roten Haaren und legendärem Ruf. Und wie oft kommen solche vorbei? Du bist für heute die Erste. Falls dich deine Suche ins Jagdgebiet führt, versuch doch, eine Glutsonne zu gewinnen. Wenn es dir gelingt, hast du mich geschlagen. So gut wie erledigt. Was für ein Arsch. Entschuldigung, was für ein netter, unglücklicher junger Mann, der keine Ahnung hat, was er redet. Du bist die Sucherin, die ausgestoßen war. Richtig. Meine Jagdgesellschaft, sie ist... Du hast die Mörder bekämpft, nicht wahr? Richtig. Die von dem Angriff bei der Erprobung. Du hast viele Leben gerettet. Ich wünschte, ich hätte alle gerettet. Hast du... Wie weit bist du den Mördern gefolgt? Worauf willst du hinaus? Fürchtest du, deine Jagdgesellschaft wurde getötet? Es gibt Schlimmeres, als getötet zu werden. Was ist denn schlimmer als der Tod? Ich bin nicht wie du. Als Ausgestoßener könnte ich nicht leben. Ich fürchte, meine Freunde sind in den Ruinen. Ich kann nicht dorthin, sonst werde ich verstoßen, aber ich kann sie auch nicht zurücklassen. Was hatte deine Jagdgesellschaft vor? Nach der Erprobung waren wir so wütend. Wir wollten zurückschlagen. Und diese korrupten Maschinen hatten Spuren hinterlassen. Wir fanden sie in der Dämmerung und kämpften voller brennendem Hass. Aber in Dunkelheit und Chaos konnte ich nicht alles sehen. Sie rannten weg und dann war ich plötzlich allein. Ich lief hinterher, aber meine Jäger sind... Deine Jäger sind... fort. Sag mir, was du willst. Sprich offen. Finde meine Freunde. Wir wollten die korrupten Maschinen unbedingt bekämpfen und merkten nicht, dass wir am Rand der Ruinen waren. Du bist eine Sucherin. Du bist befugt, Teufelsdurst zu betreten. Aber bitte, hab Mitleid mit uns. Verrate nicht, dass wir dort waren. Da musst du dir wirklich keine Sorgen machen, glaub mir. Mal sehen, ob ich deinen Freunden helfen kann. Gut. Göttin, erinnere dich an die, die wir verloren. Warte, aber also erstmal. Genau. Aber ich habe daraus gelernt. Erinnere dich an mich, wenn ich. Genau, erstmal hier. Die mit dem Sucherzeichen. Die Wachen sahen dich kommen. Bist du Maria? Baal sagt, du kennst den Weg nach Meridian. Die Kaja-Hauptstadt? Westen ist die Richtung, aber ihre Soldaten werden dich lange vorher aufhalten. Ja, mal schauen. Wir werden sehen. Nein, ich meine damit, es gibt ein Kaja-Fort, das den Weg von Ost nach West bewacht. Es heißt, die Kaja haben das Tor verriegelt aus Angst vor den verdorbenen Maschinen im Heiligen Land. Wenn ich diese Maschinen vernichte, öffnen sie das Tor wieder? Vermutlich. Aber dir wird niemand helfen können. Wer redet von Hilfe? Du säuberst das Tal. Ohne Hilfe? Ich bin gut am Bogen. Das hoffe ich. Um deinetwillen. Wirklich. Die ist cool. Das Kaja-Fort liegt also im Westen? Und dahinter Meridian? Ja, die Kaja nennen es Tagturm. Es liegt nicht weit vom verlorenen Dorf. Ein verlorenes Dorf? Es gab einen Namen, doch der ist vergessen. Ich bin da geboren. Was ist passiert? Der Krieg. Die Kaja vernichteten es bei einem Raubzug. Ich war 15 Jahre alt. Ich entkam. Doch viele andere nicht. Die Nora haben sich an diesen Ort zurückgezogen. Mutterkrone. Wir überließen ihnen unser Tal. Selbst jetzt, wo der Krieg vorbei ist, ist das Tal eine Art Puffer zwischen Sonnenreich und Heiligem Land. Warte. Die ist dort geboren? Und das Dorf wurde, als sie 15 war, vernichtet.
Und jetzt schon können sich die Leute nicht mehr an den Namen erinnern. Was ist das denn? Annie, die lebte da 15 Jahre lang. Die ist da geboren und mit 15 hat... Und ich meine, so alt ist die nicht. Die ist maximal 30. Wie schlimm ist die Verderbnis schon? Ich habe sie an Maschinen unten im Tal gesehen. Und auch weiter im Süden sollen verdorbene Maschinen sein. Was immer die Verderbnis ist, sie befällt nicht nur Maschinen. Sie zieht ins Fleisch und schwächt Verletzte. Haben die verdorbenen Maschinen Schwachstellen? Feuer scheint ihnen mehr zu schaden als normalen Maschinen. Ein schwacher Trost. Diesen Fluch kann nur die Göttin aufheben. Es sei denn, wir finden heraus, was dahinter steckt. Die Mütter haben gesprochen, Aloy. Wir können nur kämpfen und zur Göttin beten. Ja, ich bin Sucherin, lass mich nur machen. Mutterkrone liegt am Rand der Heiligen Lande, stimmt's? Dann seht ihr bestimmt viele Fremde hier. Ja, nicht hier in unserem Dorf, natürlich, aber unten im Tal. Seit dem Kriegsende dürfen die Fremden unser Tal betreten und Nora handeln mit ihnen, wenn sie wollen. Es ist so eine Art Zwischenort, weder fremd noch heiliges Land. Wenn du neugierig bist, geh zur Jägersiedlung. Es ist kaum mehr als ein Häufchen schmutziger Hütten und Zelte, aber Fremde übernachten dort oft. Klingt, als könnte ich dort mehr über Meridian erfahren. Mhm. Du kümmerst dich also hier um die Verteidigung. Mutterkrone verteidigt sich selbst. Im Krieg hielt es 15 Angriffen und 3 Invasionen stand. Wir halten durch. Glorreichen Zeiten gerecht werden zu wollen, hat schon viele getötet. Du weißt es nicht, doch auch ich gewann eine Erprobung. Wie du lag ich sehr weit zurück, suchte eine Abkürzung. Es wurde sehr knapp. Ich kam mit gebrochenem Knöchel ans Ziel. Dies ist keine Erprobung, Maria. Es ist echt. Darum geht's nicht. Der Posten hier in Mutterkrone? Ich wollte ihn unbedingt. Mein Siegespreis. Dem Ruhm der Nora gerecht zu werden, hat mich nicht umgebracht. Doch wenn es so kommt, bin ich bereit. Okay. Ich muss jetzt los. Gut. Pass gut auf dich auf, Aloy. Ich hoffe, du findest, was du suchst. Ihre Schwester ist tot. Und ihre Mörder laufen immer noch frei herum. Urmutter hilft uns, sie zu finden. So. Räume die verdorbenen Zonen. Aber zuerst gehe ich zu dem Tor. Warte mal. Hier, Brutstätte. Ich war selbst. Wie konnten die Ungläubigen. Ich weiß, dass es ein Schnellreisesystem gibt. So. Das bringt mich ja eh durch die verdorbene Zone. Ich weiß das. Was ist los bei euch? Das war's mit dem Regen. Gleich werden die Tiere wieder lauter. Planänderung.
Wieso war der jetzt, der zweite jetzt auch One-Shot? Also voll cool, aber warum? Funktioniert. War mir nicht sicher. Maschinenareal entdeckt. Aha. So. Ich bin mal super gespannt, wie diese Buschstätte dann aussieht. Irgendwie muss man doch auch diese Dinger überprüfen können. Wie der schaut! Hä? Entschuldigung. Tut mir leid. Nicht hier. Da hinten ist ein Pferd. Ein hyperaktiver Postbote. Oh, ich bin schon da. Dass hier so viel rotes Gras ist. Das muss die Brutstätte sein, von der Dral geredet hat. Es muss einen Weg reingeben. Irgendwo. Warte.
Was sind das denn für fette Dinge? Du bist erledigt! Na cool. Lauf, wenn du kannst! Du wirst mich! Sieht aus. Knapp daneben ist auch vorbei. Doch. Ja, das war ein bisschen überraschend, dass da dann so zwei Krebse kamen. Sorry, aber ich brauche auch das, was du hast. Frischer geht's nicht. Ja, klingt ein bisschen makaber, aber ja. So, dann wollen wir mal. Was für eine Tür. Aber wie kriegt man sie auf? Erkundige die Notstätte. Wurde das von... Ja, es ist dann wahrscheinlich sowas, was von Maschinen erbaut wurde, ne? Muss ja. Wie sind da Holzstücke reingekommen? Na egal. Okay, das sieht ein bisschen krass aus. Toll. Das Licht. Das Ganze hier sieht wie ein Teil einer riesigen Maschine aus. Wer hat sie gebaut? Alter, wie tief es reingeht. Oder, wie tief es runtergeht. Das sieht wie ein dreieckiges Rohr aus. Wofür bloß? Ich überbrück dich mal. Deckung geben wir nötig. Ah.
Ja, du. Diese Dinger transportieren Teile. Wohin los? Ratten gibt es hier anscheinend auch. Oh ja, Ratten kommen überall hin. Okay, das sieht schon cool aus. Das wird mir unterwegs sicher weiterhelfen. Wieso sind hier kaputte Maschinen? Oh wow. Oh wow, wie geil das aussieht. Also, wenn es leuchtet. Das Ding bei der Spalte. Wozu ist es gut? Gedrückt halten. Sehr nützlich. Bin ich da hoch? Vielleicht. Aber warum? Maschinen scheinen Teile zu transportieren. Vielleicht können sie mich auftragen. Das werde ich vielleicht noch bereuen. Das stimmt also. Und du hast einen anderen Bogen Maschinen gebaut. Aber warum? Und von wem? Das ist das Herz des Ganzen. Das muss es sein. Wie komme ich da mal rein? Das ist halt riesig. Getragen, soweit es nur geht. Begib dich zur Brutstättenkern. Mhm.
Achso, hier. Ich glaube, ich bin sicher. Doch, sicher. So stealthy bin ich gerade wirklich nicht. Wie komme ich von da wieder zurück? Letzte Falle. Ja, super, Tobi. Super, Tobi. Das erste Mal hat's geklappt. Vielleicht sollte es auch nicht klappen. Vielleicht war das erste Mal einfach nur Glück. Klappendes Glück. Doch. Na schön. Das ist ein Vetter. Meine Position ist aufgeflogen. Hi. Schon. Kein Draht mehr.
schön leise. Ich war ein bisschen nicht so, wie ich geplant habe. Modifizieren. Handhabung. Schutz. Ja, okay, das ist. Wieso kann ich da nur die Handhabung machen? Naja. Gut, ja, das war ein bisschen unerfolgreich, würde ich sagen. Okay, braucht Draht. Naja, hatte nicht gehört. Okay, mit diesem wunderbaren, schönen Ausblick würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ich danke euch fürs Zuschauen, ich hoffe, euch hat es gefallen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bye bye.